Wir nutzen dieses neue Flugzeug wie das alte Flugzeug in der Forschung und in der Lehre. In der Forschung arbeiten wir viel mit Industrie zusammen. Wir entwickeln neue Technologien und Verfahren, insbesondere um umweltverträglich fliegen zu können. Große Themen sind erneuerbare Energien. Große Themen sind aber auch gleichzeitig die Umweltverträglichkeit des Luftverkehrs. Und da bietet dieses neue Flugzeug beste Voraussetzungen. Viele von Ihnen kennen bestimmt die spannenden Forschungsfragen, die Peter Hecker und seinem Team gelungen sind zu lösen im Bereich der Windkraftfelder etwa. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Anwendung, sowohl für die Energiewende als auch für das grundlegende Verständnis von solchen Effekten. An Forschungsprojekten im Moment sind meteorologische Messungen geplant. Wir fliegen aktuell mit unserem bestehenden Flugzeug, der Dornier 128, über der Nordsee hinter Windparks und vermessen die Anströmung von den Windparks. Da haben wir jetzt vor, im nächsten Jahr mit beiden Flugzeugen zu messen, sodass man gleichzeitig quasi im Louvre und im Lee, also an der windzugewandten und windabgewandten Seite, Messungen machen kann. Sowas gab es weltweit noch nie. Und das wäre dann eben für uns eine einmalige Chance, jetzt mit beiden Flugzeugen parallel zu fliegen, bevor dann die alte Dornier 128 außer Dienst geht und wir dann diese Messungen mit der neuen Maschine fortführen. Gleichzeitig setzen wir es in der Lehre ein. Viele Studierende haben die Möglichkeit, an Bord dieses Flugzeug selbst Erfahrungen zu sammeln, selbst in der Praxis Flugführung, Luftverkehrsführung zu erleben und Messtechnik auszuprobieren. Studierende haben die Möglichkeit, in Laborexperimenten eigene Dinge zu programmieren, Daten aufzunehmen, auszuwerten und sich auszutauschen. Und das ist eine super Gelegenheit und Möglichkeit für die Studierenden.